Ja, moin Mikkel, schön, dass du da bist. Wir probieren es heute mal auf Deutsch. Ist das dein erstes deutsches Interview? Ich habe ein erstes Mal mit Kathi, die erste Video, wenn ich hier zum Holstein kommt. Das war jetzt die zweite Mal. Okay. Seit dem achten Spieltag gegen den HSV warst du immer in der Startelf. Ihr habt dann zweimal verloren und seitdem aber vier Spiele nicht mehr verloren. Wie würdest du eure Entwicklung in diesen Spielen beschreiben? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir hatten ein schwerer Spiel vorher und jetzt sind wir enger zusammen. Und ich glaube, diese einfachen Dinge, dass wir zusammenrücken und kämpfen und für jeder da sein, das macht uns stark. Und das ist der erste Schritt von uns. Wir wissen, dass wir ein gutes Fußballteam sind und mit dieser Dinge dann sind wir sehr gut. Würdest du sagen, die erste Halbzeit in Darmstadt war eure beste Halbzeit in dieser Saison? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben viele gute Halbzeiten spielen, aber das war auch eine gute Halbzeit. Aber ich glaube auch gegen HSV war auch sehr gute Halbzeit die erste und wir haben viele Halbzeiten gut gespielt, aber wir hatten vorher auch diese kleinen Dinge und ein bisschen Glück nicht hat. Und für da kämpfen wir jeden Tag, dass wir das kriegen. Nun kannst du beide Positionen spielen, sowohl in der Viererkette hinten links als auch in der Dreierkette im linken Mittelfeld. Welche Position macht dir mehr Spaß? Sowieso, diese mit Viererkette ist ein bisschen mehr defensiv und das liebe ich, diese defensive Aktionen und aber die mit Fünferkette, da kann ich mehr offensiv gehen und das ist auch Spaß für mich. So ist nicht für mich das einer oder einer. Ich mag beides. Bei eurem nächsten Gegner aus Düsseldorf ist es so ein bisschen auf und ab in dieser Saison. Wenn sie gewinnen, haben sie danach oft verloren. Ja. Was für ein Team kommt da auf uns zu? Sehr gute Spieler haben sie in Düsseldorf und sind auch in einem guten Weg. Die spielen sehr gut Fußball und wir müssen aufpassen, dass die auf unsere Aufgabe muss passen. Ja, sehr gut. Wenn du dir eine Überschrift, eine Headline für den Spielbericht aussuchen dürftest am Samstag, wie würde der Spielbericht heißen? Nicht einer, aber ich glaube, dass wir diese kleinen Dinge gut gemacht, dass wir die letzten Spiele hat gut gemacht. Und wenn wir das machen, dann wird auch ganz schwierig für Düsseldorf hier zu kommen. Und dann glaube ich auch, diese 3 Punkte wird hier zu sein. Alles klar. Und jetzt steht ja bald eine lange Pause bevor im Winter. Hast du schon Pläne für die freie Zeit jetzt im November und Dezember? Ja, ein bisschen. Ich habe ein bisschen Urlaub mit meiner Familie und ein bisschen Zeit mit meinem Sohn und meiner Frau und Familie und so. Aber jetzt sind Düsseldorf die mehr wichtige Sache und das ist Spiel für Spiel jetzt und dann kommt die Urlaub später. Alles klar, dann sehr gutes Interview auf Deutsch und vielen Dank, Micke. Danke.